Das ist Main Character. Digga, du bist. Oh. Freunde, wir sind zurück mit einem neuen Video und zwar haben wir heute Großes vor. Wir werden wieder sehr, sehr, sehr viel schönen Shit machen. Ich habe vor, heute den Prank, vielleicht den nächsten Prank schon anzufangen. Ihr wisst Bescheid. Prank Nummer 1 war der Minion. Wir kennen ihn alle, wir haben alle gelacht. Um auch nochmal ganz kurz Revue passieren zu lassen, wie geil Plankton eigentlich aussieht. Es sieht so geil aus. Ich liebe die beiden. Das hier ist der dritte Turm. Momentan ist er noch kahl. Momentan ist er noch wie eine Leinwand für uns. Des Weiteren werden wir unsere Base wieder in Angriff nehmen. Sie macht Fortschritte, wie, glaube ich, wenig andere Basen hier. Yeah! Alter, was geht ab bei dir? Ey, Digga, nee. Was ist denn? Was hast du gemacht? Was ist denn? Ich habe noch eine zweite Person dazugesetzt. Wo? Einer deiner drei Türme hat auch nochmal einen neuen Anstrich bekommen. Habe ich einen neuen Minion? Weiß ich nicht. Okay. Alter, wer steht da denn? Bro. Ey, gib mir die Formel. Gib mir die Formel. Was ist mit dir? Aber er sieht krass aus und er passt hier zu deinem... Shit. Er passt zu deiner Base. Holy shit. Alter. Wer ist denn er? Ich hab ganz Nickelodeon bald hier stehen, ja. Mann. Das ist mein Plan. Ich bin wieder weg. Die Abmahnung kommt bald von Nickelodeon. Es sieht so krass aus. Ey, dankeschön. Es sieht wirklich realistisch aus, ne? Es sieht saugeil aus. Auch diese kleine Hand, die er da hebt. Komm mit hoch, wir können wieder rumfliegen. Dieses Mal sitzt er aber im... Warum nicht? Oh! Oh! Geil! Gerne! Alter! Oh mein Gott! Gerne, ey! Oh. Diesmal sitzt er im Stuhl, Alter! Anders als der Minion! Oh Mann, ich hasse dich! Hä, ich find's voll schön! Ohne Scheiß, ja, ich dachte mir einfach, weißt du? Aus. Ich dachte mir einfach, du bist ein paar Tage weg und dann dachte ich so, in der Zeit soll ja deine hier Base nicht unberührt bleiben! Nee, eben, das wäre auch schade gewesen, ne? Ja! Ja! Kommt dann das nächste Mal, habe ich dann hier diesen Roboter aus Futurama stehen? Oder? Nein! Man weiß es noch nicht, Du hast nicht schon nochmal eingepflanzt! Natürlich! Ich google einäugige Cartoon-Character. Ich hoffe, dir gefällt deine neue Base, ne? Ey, mir gefällt sie so gut. Ey, danke schön, dass du mir so hilfst damit. Ja, sau gerne. Pickle Rick hätte aber Bock gemacht, ne? Oh, Bro, das wäre richtig geil. Den darfst du bauen. Echt? Ja. Na, ich will aber nicht was machen, was du möchtest eigentlich. Das muss ja ein Prank sein. Alter, aber Pickle Rick wäre sick. Ja, also finde ich auch. Also ich fand's cool, aber ich wusste halt so, es wird nicht jeder kennen. Ich würde halt immer dran vorbeilaufen und schreien. Ja. Jedes Mal, wenn ich vorbeifliege, dann schrei ich. Alter, aber ich finde, jetzt kein Scheiß wieder, ne? Ich weiß nicht, ob du auch Shader mal anhattest. Ich finde, dadurch, dass es so knallige Farben sind, sieht das hier echt richtig schön aus. Also, das sieht so richtig knallig einfach aus. Der Plankton auch? Ich finde, ja, schach, shit. Das sieht halt aus, als wäre aus Cleanstone gebaut. Nein, ernsthaft? Scheiße. Also jetzt so im direkten Vergleich mit Cleanstone da unten nicht. Aber wenn ich jetzt nur den oberen Teil, dann ist das halt grau. Eigentlich. Was ist er eigentlich? Ja, so, also der ist auch nicht die perfekte Farbe, aber halt schon so ein bisschen grünlich-türkis. Farbe heißt schon, also ist Cyan. Okay. Aber ich finde, das passt bei Plankton irgendwie. Wer ist der wackste Cartoon-Character, den es gibt? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja hier nur Opfer gebaut, ne? Ja, aber so ein richtiges Opfer.
So, weil, guck mal, wie wär's, wenn hier so diese drei Opfer stehen später? Ja. Und die schießen so einen Laser und daraus entsteht dann so das Giga-Opfer. Da steht dann so Caillou draus. Alter, das wäre nicht schlecht. Rot. Und der wird dann gerade so geboren und fällt so das Loch da nach unten. Ja, während das Brunnen zum Beispiel wurde oft genannt, so dass ich es baue. Und dann habe ich jedes Mal erklärt, Leute, guckt euch die Form an. Guckt ihr mal den Turm an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr euch da jetzt Bärdersbrot vorstellt, aber ab dann wäre er echt noch, also dann wäre er richtig erbärmlich. Okay, ich guck mal runter. Lass mal gucken, weil es könnte natürlich mittlerweile, aber... Schau mal rein. 1,5 Stacks hier drin. Oh, also noch nicht... Das passt sehr gut. Hier 15 jo, fast und hier 200 50. Paar, als ich das letzte Bro, wie viele Diamanten hast du bitte gemacht? In der, Digga, du machst passives Einkommen, während du auf Weihnachtsmarkt chillst, Digga. Ich hab wirklich passives Einkommen. Alter, legit, man hätte nur noch ein einziges Mal Tier-3-Raketen kaufen können, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, das war jetzt das letzte Mal. Also, wenn überhaupt... Vielleicht waren die sogar auch schon leer. Guck mal, hier. Die sind oh, für dich. Dankeschön. Oh! Boah! 10 Dias Trinkgeld ist krass. Wieso? Wie viele Raketen hast du dir rausgenommen, während ich weg war? Nein, gar keine. Hast du Boxen gesehen, irgendwas? Ja, komplett alles. Wie fandst du? Nachos gebacken und währenddessen Boxkampf geguckt. Ja, also es war ja kein Boxkampf gefühlt, sondern es war halt, Bro, irgendwie war das so, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich fand das so disrespectend teilweise. Ja. Aber so ungewollt, weil halt, die wollten sich so auf einer Augenhöhe boxen und Hugo sagt so, er hat eine realistische Chance und das ganze Ding war halt so, Revi bringt ihm Boxen bei und fragt so alle 2 Sekunden nach, ob es ihm gut geht, ob sie weitermachen können. Ja. Davor hat er sogar schon gesagt so, wir haben ganz kurz für 15 Sekunden haben wir kurz die Sachen angezogen und einfach mal so rumprobiert. Digga, der übertreibt voll, der hat mich kaputt gemacht, ey. Ich hab einfach nur gelacht die ganze Zeit, aber der hat mich voll weggeschlagen die ganze Zeit. Und dann hab ich so... Er hat ja auch angefangen zu lachen, als du den richtigen Kampf eigentlich starten wolltest erste Mal. Was ist das denn so? Hugo wird verschlagen, er lacht. Ah, jetzt hör auf, das ist so viel zu fest. Und da war ihm das klar. Und dann in diesem Call hat er dann irgendwann so gesagt, ja, lass uns mal so ein bisschen rumprobieren und so. Und dann gab es auch so einen Clip, wo Hugo so... fucking anime-mäßig weggeflogen ist. Hast du es gesehen, den Clip? Oh, Hugo! Bro. Bro. Alter! Ich will nicht wissen, wie lange wir jetzt gebraucht haben, dass wir das gecheckt haben. Alter, ich glaube, wir haben es jetzt aber. What the fuck? Also, rechts oben, rechts, also rechts unten hinten, aber dann wird es ja gedreht. Links ist es. Rechts unten. Also, wir machen es ohne Fehler jetzt. Es muss rechts unten sein. Das heißt, wir machen es von hier. Dann ist hier rechts oben. Und hier ist es. Wir machen es. Rechts unten war doch er hier, oder? Rechts unten war er hier. Links unten muss es sein. Links unten war der Block hier. Ne, das ist rechts. Doch, das ist rechts unten. Zack. Und rechts unten war von. So. Alter, heilige Scheiße. Alter, ich finde, es passt halt wirklich gut rein. Und ja, dann habe ich halt hier ein Plankton hingebaut, weil ich halt SpongeBob sehr gerne mag, ne? Guck mal. Ist eigentlich verständlich. Plankton, also ich meine, wer... Und direkt regnet es. Das ist eine Lektion. Das ist eine Lektion. Mehr oder weniger ist es eine Lektion, oder? Aber Regen ist doch geil, Alter, wegen Trident Action. Mehr Lügen, bitte. Ich habe keinen Plan. Kriegst du mit einem Try... Kriegst... Ohne Elytra... Einfach nicht mal, einfach mal Hole in One. Einfach mal machen, sagst du. Mach mal. Mach schnell, bevor sie liegen. Wie? Boah. Aber trifft er auf die Mitte? Hätte er gar nicht geschafft. Oh, wie kacke. Ey, richtig scheiße, oder? Okay. Ja. Muss ich mehr nach oben gehen oder nach unten? Nach oben eigentlich, oder? 45 Grad. Achtung, let's go. Ich bereite euch etwas vor und ihr müsst das nachmachen, okay? Okay. Bleibt ihr kurz hier stehen, bin gleich wieder da. Wie schwierig wollt ihr es haben? Mittel. Okay, bis gleich. Freunde, wir sind gleich fertig. Ich mache euch hier noch die Quest, den Questbereich. Freunde, wir sind fertig. Ihr dürft kommen. Ja. Geil. Beide mitkommen, wir gehen in die Spiele-Arena. So. Ihr müsst diese 8 nachbauen. Basti darf hier... Und Heiko darf hier.
ihr habt beide 15 Minuten Zeit. Ich finde das so... Hey, Basti, chill. Wow, wow, wow. Alter, ich finde das so lustig, mit so einer hohen Zahl zu starten. Als ob ihr jetzt eine halbe Stunde hier so braucht. Okay. Seid ihr bereit? Ja, ready. Also, wir gucken uns nochmal an. Unten rot gefüllt, oben nichts gefüllt. Ja, das ist das aber. Es geht nur nach dem Muster. Okay, dann würde ich sagen, bereit? Sind wir bereit? Ja. Bereit? Drei, ja. Zwei, drei, zwei, eins, wow. Los! Heiko kann sowas so viel besser, ne? Nee, bei Heiko, sieht die Unterschiede farblich. Oh, Heiko, okay, fuck. Hä? Ihr checkt das ein bisschen? Natürlich. Alter, das ist ja wirklich voll die geile Challenge. Da hätte ich Videoformat draus machen sollen, hä? Das ist so geil. Aber Heiko, du Brute-Force auch, ne? Du guckst einfach. Nee, ich weiß. Startfenster! Oh! Ja, du warst ja richtig gerade, wo du wieder. Spielschau! Aber das war krass. Glückwunsch, Heiko. Fühlt sich's an als der Glazed Terracotta Meister auf dem Server.